ganz herzliches Willkommen. Wir sind endlich live mit ein paar Minuten Verspätung bei dem Panel Mobilität im Jahre 2048 im Rahmen des Kongresses Zukunft für alle, gerecht, ökologisch und machbar. Wir haben heute Abend drei ganz tolle Gäste. Und zwar werden wir sprechen mit Elisa Puga-Ceballos, Soziologin und Stadtplanerin aus Ecuador, und mit Elias Bohum, der Gründer des Reisebüros von Traveling ist. Traveling, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die Wortkonstruktion. Und Christiane Benner von der IG Metall, dort stellvertretende Vorsitzende. Die hat gerade eben noch ein paar technische Probleme, wird aber in wenigen Minuten auch bei uns sein. Und wir haben uns jetzt entschlossen, schon einmal loszulegen. Wir werden hier circa 90 Minuten sprechen. Es gibt Übersetzungen ins Spanische und ins Englische. Die Links dazu findet ihr im Live-Chat. Genau, und die Bitte hier nochmal an alle Gäste, an die Panelistinnen, einigermaßen langsam und deutlich zu sprechen, damit die ÜbersetzerInnen sehr gut mitkommen und übersetzen können. Ja, das Ganze ist auf jeden Fall ein Experiment, ein solch großen Kongress, der ursprünglich für eine Präsenzveranstaltung in Leipzig geplant war, jetzt online stattfinden zu lassen. Und das ist eben das Zeichen der Zeit, gerade in Zeiten von Corona. Sagt aber vielleicht auch ganz viel aus über neue Kommunikations- und Mobilitätsanforderungen, die es zu geben wird. Ich bin gespannt auf jeden Fall, ob wir heute auch darüber sprechen werden. Noch sind wir im Jahr 2020 und das Verkehrs- und Mobilitätssystem heute, muss man einfach sagen, ist krank. Der Verkehr trägt mit ungefähr einem Fünftel zu den globalen Treibhausgasemissionen bei und wir ersticken in eigentlich allen Städten Stau, ersticken an der Luft und außerdem haben wir mit zahlreichen Verkehrstoten zu tun. Gleichzeitig sind wir im Jahr 2020 noch sehr weit davon weg, dass alle Menschen jederzeit mobil wären. Mobilität ist auch eine Frage von Gerechtigkeit. Mobil scheint heute nur zu sein, wer die Mittel und Zugänge hat, wer finanziell oder sozial privilegiert genug ist. Mobil ist man anscheinend aber auch nur auf Kosten von Umwelt und Natur sowie auf Kosten von Schwächeren in der Gesellschaft. Und das absolute Privileg hat heute im Jahr 2020 eigentlich überall das Auto, vor allen Dingen in den Städten, aber auch auf dem Land. Und das gleichermaßen im globalen Norden wie auch im globalen Süden. Dieses Verkehrssystem ist schon ziemlich lange an seine Grenzen gekommen. Und deswegen wollen wir uns heute auf ein weiteres Experiment einladen, um das Ganze hier nicht nur im Online-Raum stattfinden zu lassen, sondern ich habe meine Panelistinnen gebeten, dass wir uns zusammen auf eine utopische Reise begeben und im Jahr 2048 diskutieren, im utopischen Jahr 2048, wie Mobilität sehr viel besser, gerechter und ökologischer aussehen könnte. Ich würde euch gerne kurz die Gäste vorstellen, die da sind. Ich fange mal mit Elisa an. Christiane Benner, hallo. Ah, super, Christiane. Ich habe auch gerade nur kurz erzählt, worum es heute geht. Schön, dass du da bist. Du kannst uns zumindest hören. Das ist sehr schön. Ich auch. Ja, wir können dich wunderbar hören. Sehr schön. Okay. Klasse. Ich bin gerade dabei, euch drei vorzustellen. Zunächst zu Elisa. Wie gesagt, sie ist Soziologin und Stadtplanerin aus Quito, aus Ecuador. Und ist eine leidenschaftliche Fahrradfahrerin in einer Stadt, die mitten in den Anden liegt und die extrem stark von Autos dominiert ist. Ist damit also auf jeden Fall ein sehr mutiger Mensch. Und sie ist auch eine Aktivistin, die sich für ein besseres Verkehrssystem in Quito einsetzt und betont als Feministin die Wichtigkeit vom Fahrrad als Verkehrsmittel, um Frauen in einer sehr machistischen Gesellschaft auch zu emanzipieren. Willkommen, Elisa, schön, dass du da bist. Bienvenida. Elias, Elias Bohum ist, glaube ich, immer noch erst 19 Jahre alt, ne? Und, Du bist schon 20, okay. Gut, Elias ist doch schon 20, gehört also fast schon zum alten Eisen und ist ein riesiger Fan von Zügen und hat nach dem Abitur eine sehr lange Reise auf eigene Faust nach Asien gemacht und zwar mit den Zügen, die es auf dem Weg gibt und hat eben auf Flugzeuge verzichtet.
Und hat dann im Anschluss ein wunderbares Reisebüro gegründet, das nennt sich Traveling. Und dort kann man Langstreckenzugreisen buchen, vor allen Dingen auch nach Asien. Ja, und damit soll eben das Reisen im klimaschädlichen Flugzeug weniger werden. Und dann haben wir Christiane dabei. Auch Christiane ist Soziologin und außerdem Gewerkschaftsfunktionärin bei der IG Metall. Sie ist 2015 dort in die Führungsspitze der größten Industriegewerkschaft der Welt gewählt worden. Und das als erste Frau. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, und ihre Themen bei der IG Metall sind Organisationspolitik, Betriebs- und Mitbestimmungspolitik, Zielgruppenarbeit, Gleichstellung sowie Crowdsourcing. Was ich besonders spannend finde, auch für das Panel hier heute Abend, ist, dass sie außerdem Aufsichtsrat bei BMW ist und dem Autozulieferer Continental. Wunderbar. Wenn ihr mir gerade nicht widersprechen wollt bei der Vorstellung von euch, würde ich gerne euch drei, aber eigentlich auch das ganze Publikum, alle Menschen, die jetzt mitkommen, mitschauen und mitzuhören, auf eine kleine Reise einladen. Ich möchte euch gerne einladen, in das Jahr 2048 zu reisen. Und ich würde euch fast sogar dazu einladen, ganz kurz mal die Augen zu schließen. Und ihr dürft euch gerne das Verkehrsmittel eurer Wahl aussuchen. Das kann ein Fahrrad sein oder vielleicht wollt ihr schwimmen, vielleicht wollt ihr fliegen oder so ein tolles Flugtaxi nehmen, was auch immer euch ins Jahr 2048 bringt. Und dort jetzt kurz hinreisen. Das sind 28 Jahre. Es dauert ein bisschen, je nachdem, ob ihr unterwegs seid. Und wir kommen langsam an und steigen aus unserem, wie auch immer, Gefährt herunter, von unserem Verkehrsmittel und schauen uns um. Und wir überlegen uns, wow, wie bewegen sich die Menschen hier heute eigentlich? Wie sind wir unterwegs? Warum sind wir eigentlich unterwegs? Was bewegt uns? Müssen wir für die Arbeit noch viel unterwegs sein? Sind wir für die Familie unterwegs? Für Freunde, Familie? Und wer ist eigentlich unterwegs? Was sind die hauptsächlichen Verkehrsmittel? Und so weiter und so fort. Dann würde ich euch bitten, langsam die Augen auch wieder zu öffnen. Und ich würde sehr gerne von den Panelistinnen anstatt eines, wie ich es auf Podien oft kenne, sehr langen Monologen, eigentlich gern von euch hören, wie euer utopisches 2048 aussieht und was für euch das Besondere dieser Utopie ist. Elisa, möchtest du beginnen? Sí, gracias, Yana. Voy a hablar en español para que sea un poquito más fácil la traducción. Cuando me invitaron al Congreso, yo me puse a pensar y dije, muy bien, 2048, ¿qué edad voy a tener? ¿Cómo quisiera moverme a esa edad? Y claro, con mis cálculos yo tendría ya 61 años. En mi mundo ideal, en el 2048, espero poder seguir usando la bicicleta. Como tú dijiste, moverse en bici en Quito es complicado, no solo por la topografía, sino también por este culto al auto y este diseño de la ciudad que privilegia. Elisa, tienes el micro. Elisa, tienes que tener el micrófono. Sí. Ahora sí. ¿Puedes empezar otra vez, por favor? No te escuchamos. Ich fürchte leider, dass wir Elisa gerade nicht hören können, weil ihr Mikro ausgeschaltet ist. Vielleicht nehmen wir Elisa einfach das zweite ran und machen
beginne dann erstmal mit Elias, wenn es okay ist. Und Elisa, wir brauchen dich dann mit dem eingeschalteten Mikro, wenn du sprichst. Und dann machen wir dich als zweites. Okay, Elias? Gut, danke. Danke, dass ich hier so sprechen darf über meine Vision von Mobilität im Jahr 2048. Meiner Meinung nach wird die Bahn weltweit einfach sehr viel besser ausgebaut sein, sehr viel schneller sein und es wird weltweite Mobilität mit dem Zug möglich sein, weil die Bahn ist das einzige ökologische, nahezu ökologische Transportmittel, das es zurzeit gibt, vor allem wenn sie nur mit grünem Strom fährt. Und da werde ich dann danach auch noch einen Link reinschicken mit Daten vom Umweltbundesamt etc. Aber es ist mir einfach sehr ein Anliegen, auch irgendwie zu zeigen, dass es eben schon eine ökologische Art zu reisen gibt, weil die Bahn ist wirklich nur ein Dreißigstel so umweltschädlich wie der Flug. Und meiner Meinung nach wird es sogar so viele Leute zum Bahnfahren geben, dass sie 2050 an einer Brücke bauen werden zwischen Europa und zwischen Russland und den USA, damit man dann innerhalb von unter 50 Stunden von Berlin nach Los Angeles zum Beispiel reisen wird können. Und das ist einfach schon eine Vision, die es schon gibt, aber die dann erst umgesetzt werden wird, wenn wirklich viele Leute mit der Bahn reisen. Und das wird möglich sein, weil die Bahn einfach bis zu 500 km/h fahren kann. Und das ist, glaube ich, auch recht realistisch, wenn man so in 30 Jahren Zeit denkt. Und generell werden sich vor allem die Beweggründe, glaube ich, für Reisen verändert haben. Man wird nicht mehr wegen allen möglichen Dingen reisen, sondern es werden vor allem Geschäftsreisen und Forschungs- bzw. Reisen zu Bildungszwecken werden sehr viel über Virtual Meetings ablaufen. Und das ist jetzt durch Corona schon verstärkt worden. Und ich glaube, dass das in Zukunft durch Avatare und Möglichkeiten durch wirklich technologischen Fortschritt, dass es da einfach sehr viel realistischere Meetings geben wird und das einfach sehr viele Reisen obsolet machen wird. Und touristische und familiäre Reisen werden, glaube ich, ganz im Spirit des Degrowth Movement, das sich Mitte der 20er Jahre durchgesetzt hat, sehr viel entspannter ablaufen und man wird halt den Weg einmal einrichten und so weiter. Und dadurch auch wirklich viele Kulturen am Weg entdecken und viele Länder sehen. Also so ein bisschen diese Idee von so einer Zugreise eben auch jetzt schon über längere Strecken. Und es wird auf regionaler Ebene einfach wirklich, wirklich guten öffentlichen Verkehr geben, der einfach sozial fair bepreist wird. Also einfach deutlich, deutlich billiger als ein Auto. Und es wird in Städten komplett unattraktiv sein, ein Auto zu benutzen, weil es keine Parkplätze gibt, weil der öffentliche Raum wirklich den Menschen quasi zurückgegeben wurde. Und am Land wird es auch sinnvolle Sammeltaxis und Regionalbahnen geben, damit es wirklich die Möglichkeit gibt. Und es wird dann jedem möglich sein, auf ein Auto zu verzichten, auch in ländlichen Regionen. Genau, das ist so meine Vision von Mobilität im Jahr 2048. Großartig. Danke dir, Elias, für diese wunderschöne Vision. Ich komme gerne in dein 2048 gereist. Elisa, wir können es, glaube ich, nochmal probieren. Ich glaube, die technischen Fragen sind geklärt. Dann können wir nochmal vielleicht von dir deine Vision von 2048 hören. Gracias, Jana. Voy a hablar en español para que la traducción sea más fácil. Disculpen por los errores técnicos de antes. Bueno, para el 2018 yo estaba calculando más o menos qué edad tendría yo en ese año.
Es ist leider so, dass wir Lisa schon wieder verloren haben. Hier scheint es jetzt gerade eher an der Internetverbindung zu liegen. Dann würde ich jetzt Christiane gerne einladen. Okay. Gerne. Und von deiner Vision im Jahr 2048, von deiner Reise zu hören, wie sah das Mobilitäts- und Verkehrssystem aus? Wie haben sich Menschen oder wie werden sich Menschen in 28 Jahren bewegen? Danke. Ja, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, an dem Panel beizuwohnen, Mobilität im Jahre 2048 von Seiten der IG Metall. Das freut uns wirklich sehr, dass wir ja genau mit solchen Dialogen unsere Bündnisarbeit, glaube ich, stärken und die auch stärken müssen, weil wir haben uns ja auch ambitionierte Ziele gesetzt. Ich will darauf hinweisen, 2048 ist ja 2 Jahre, bevor wir das Langfristziel bis zum Jahr 2050, nämlich weitgehend treibhausgasneutral in Deutschland werden zu wollen. Also von daher müssten wir theoretisch im Jahr 2048, weil wir ja uns zu den Klimazielen bekennen, da weiter, viel, viel weiter sein. Und ich stelle mir das konkret so vor, ich bin leidenschaftliche Fahrradfahrerin. Von daher ist für mich das Transportmittel Fahrrad auch im Jahr 2048 ein ganz wesentliches. Wenn ich mir Städte im Jahr 2048 vorstelle, sehe ich Windkrafträder, ich sehe auch Solarpanel, also dass eben über Sonnenenergie, über Wärmeenergie gewonnen werden kann. Ich höre relativ wenig, also ich glaube, das ist relativ ruhig, grün, viel grüner als im Moment. Und schon elektrifizierte Mobilität, also das heißt Busse, in der Tat Bahnen, in den Innenstadtbereichen weniger Autos und wenn dann so teilautonom fahrend und eher, dass man Verkehrsmittel gemeinsam nutzt. Aber ich habe in meiner Vision eher Leute, die laufen und Fahrrad fahren. Also irgendwie habe ich da so ein sehr ruhiges Bild vor Augen. Ich glaube auch da stimme ich meinem Vorredner zu, ich glaube, dass mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten werden, dass die Digitalisierung da hoffentlich weiter ausgebaut ist, aber auch so, dass mehr Menschen daran auch eine Möglichkeit haben, teilzuhaben, also dass sich, das sind Sachen, die alle offen sind und da fehlt mir im Moment noch die Vision, was mit Gerechtigkeit ist, also haben dann sozusagen alle Leute, alle Menschen die Möglichkeit, sich Mobilität leisten zu können, emissionsfreie Mobilität leisten zu können, haben sich Arbeitsbedingungen so verändert, haben sich Arbeitsbedingungen so verbessert, dass hoffentlich viele Menschen erwerbstätig sein können. Was Reiseaktivitäten anbelangt, weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, es wird sich sozusagen auch noch entscheiden, wird es eine steigende oder wird es eine sinkende globale Ungerechtigkeit geben, weil wir leben ja in Deutschland, auch nicht auf einer Insel, sondern ich glaube, das, was wir da tun, wird einfach auch weitgehende Auswirkungen haben auf andere Länder und Kontinente. Und ich glaube, das ist ein Punkt, da würde ich mir wünschen, den auch was Handelsbeziehungen anbelangt, dass es da bis 2048, dass wir daran gearbeitet haben, dass es nicht noch stärker eine steigende globale Ungerechtigkeit gibt. Ich stelle mir auf jeden Fall vor, das gehört für mich fürs Jahr 2048 auch dazu, dass Männer und Frauen eine gleichberechtigte Teilhabe haben am Arbeitsleben, ökonomische Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen besteht. Das vielleicht mal so als Einstieg. Super,
Danke dir sehr, Christiane. Spannend. Ich finde auch deine Utopie auf jeden Fall sehr reizvoll und würde gerne auch noch später noch mal mehr darüber sprechen, was denn eigentlich die IG Metall dann 2048 macht, wenn man so wenig Autos rumfahren. Finde ich sehr, sehr gut. Elisa ist jetzt wieder zurück. Ich glaube, die Internetverbindung war abgebrochen. Und wir versuchen es auf ein drittes, um auch noch deine Vision zu hören, liebe Elisa. Elisa? Ich möchte leider nicht. Das ist sehr schade. Ich würde natürlich sehr gerne auch noch die Perspektive von Elisa hören. Okay. Okay, dann machen wir an der Stelle einfach, vielleicht kann Elisa mir einfach nochmal schreiben in den Chat, wenn sie technisch wieder soweit ist. Kann ich noch nicht hören, Elisa. Ah. Elisa, you have to unmute at the button. Hola. Oh, now you have it. Yes! Yeah. Okay, sorry. Yeah, I was telling before the... Sorry. Estaba diciendo antes de los problemas. Estaba una ciudad donde también transporte público de calidad. Justo ese es uno de los mayores problemas ahora y una de las razones por las que la gente prefiere el auto privado. Y tener, ojalá, un sistema de así como tienen en Europa, eso sería genial. Tener acá en Ecuador y en América, ¿no? Porque creo que es un mecanismo para viajar, para conocer y para... y que es mucho más democrático, muy asequible. También imagino un público en el que lo todo de toda condición social. Aquí el transporte realmente un sistema funcione. Elisa, transporte público de mejor calidad. Elisa, ¿puedes apagar tu cámara? Porque no te oímos muy bien. Perfecto. Ah, no. Ok. Ja, Elisa ist leider wieder weg. es ist, wie gesagt, eine Herausforderung. Wir werden sie einfach später nochmal dazu holen. Ich denke, sie wird versuchen, sich wieder einzuwählen. Dann würde ich an der Stelle einfach ein bisschen weitermachen und Teile aus euren Utopien gerne aufgreifen. Und zwar, Elias hat ja sehr viel das Bild auch gezeichnet davon, wie wir reisen werden, wie wir andere Kulturen kennenlernen werden. Aber ein anderer, und Christiane hat mehr darüber gesprochen, wie wir uns vor allen Dingen auch in den Städten bewegen werden. Gerade die Mobilität in den Städten ist zurzeit am meisten im Wandel. Deswegen wollte ich mit euch gerne spezieller noch darüber sprechen, wie der Verkehr eigentlich in den Städten aussieht. Gibt es dort auch größere Unterschiede zwischen globalem Norden oder globalem Süden? Gibt es da ein Schema F, wie wir uns in den Städten bewegen sollten? Wird die komplett autofrei sein? Also solche Fragen würde ich gerne mit euch diskutieren. Christiane, du redest einfach rein, beziehungsweise Elias, genau. Ja, also generell glaube ich, dass einfach, dass es im globalen Süden wahrscheinlich eher schwerer wird, Massentransportmittel schnell zu implementieren, weil es einfach sehr viel Geld kostet, einen Zug, eine Zugstrecke zu bauen, beziehungsweise Busse sind auch einfach, dafür braucht es ein gewisses Maß am Budget. Aber es ist halt schon so, dass es sich wirklich, wirklich auszahlt, weil es einfach
so ist, dass es auch im globalen Süden zum Beispiel verschiedene Bahn- und Busstrecken gibt, die es den Leuten einfach, und da gibt es unzählige Dokumentationen, unglaublich erleichtern, in die Arbeit zu fahren oder überhaupt zu einer Arbeit zu kommen, weil die Mobilität einfach leistbar ist. Und Autos sind da einfach ein sehr falscher Weg, weil sie zwar Mobilität versprechen, aber eben auch sehr teuer sind und vor allem eben wahnsinnig viel Platz brauchen, den es in den Städten halt einfach nicht gibt. Und deshalb glaube ich, dass da zum Beispiel Räder und so weiter eine wirklich, wirklich viel bessere Alternative sind. Von mir aus auch, ja, also einfach Rad-Highways zum Beispiel, wo man auch, und das gibt es ja auch ganz viel in Dänemark und in Holland und so weiter, wo man sehr, sehr schnell vorankommt. Und das wäre einfach was, was man leicht umsetzen könnte im Norden sowie im Süden. Und in Europa und Amerika, wo es schon diese ganze Zuginfrastruktur gibt, da gibt es ja eher den Trend zurück, dass Regionalnetze und so weiter wieder eingestellt werden. Und das muss man halt unbedingt verhindern, beziehungsweise einfach sinnvolle neue Strecken bauen. Und das passiert teilweise, aber halt viel zu wenig. Und das passiert vor allem viel zu wenig, weil eben das Auto einfach noch viel zu attraktiv ist. Und ich komme ja zum Beispiel aus Wien und da wird immer öffentlich um jeden Parkplatz in der Stadt gestritten. Also da gab es schon fast den Zusammenbruch der Stadtregierung wegen 30 Parkplätzen, die irgendwie einem Radschnellweg weichen sollten und das jetzt auch tun. Aber das ist immer ein Riesenkampf und so wird man einfach die nötige Veränderung nicht herbeibringen. Und da muss es einfach viel schneller gehen. Und deswegen braucht es irgendwie auch viel soziales Engagement, also Civil Society Participation. Ja, und da hoffe ich, dass sich da in den nächsten Jahren einfach viel tut. Genau, so viel zu Städten jetzt mal. Christian, du hast ja schon auch viel über einen städtischen Raum eigentlich gesprochen in deiner Vision. Nochmal konkret als Frage an dich, auch bei Elisa, von der wir jetzt noch nicht so viel gehört haben, aber auch da spielten Autos keine große Rolle. Elias hat es auch nochmal gesagt, wie sieht diese Stadt ohne die dominanten Autos aus und wie kommen wir da hin? Christiane? Ich glaube schon, dass das Auto auch im Jahr 2048 noch eine Rolle spielen wird. Und ich meine, wir sind ja gerade dabei, mit Themen Elektromobilität, zumindest emissionsfreies Fahren zu ermöglichen. Ich glaube, im Vorfeld dieses Kongresses habe ich da echt nochmal recherchiert. Wir haben im Jahr 1990 haben wir das erste Mal richtig umfangreich Kongresse auch gemacht zum Thema Auto, Umwelt und Verkehr als IG Metall mit Umweltverbänden auch zusammen. Und da war sozusagen immer der Punkt, dass wir von integrierten Mobilitätskonzepten ausgegangen sind, wo die Bahn eine Riesenrolle gespielt hat. Wir haben ja viele engagierte Betriebsräte auch bei den Bahnherstellern. Und von daher, das hat in diesen Konzepten immer schon eine große Rolle gespielt. Wir haben auch solche Modelle, dass du dann auch wirklich zum Teil, wenn das einfach nicht anders geht wegen der Arbeitssituation, aber dass du dann auch irgendwie schlau Auto und Bahn miteinander kombinierst. Und ich finde, das ist so eine Geschichte, die muss man einfach bei einer Regionalentwicklung müssen wir mitbedenken. Da gibt es ja Modelle. Und ich glaube, dazu sagen, lass uns da an intelligenten Verkehrskonzepten arbeiten, auch unter der Nutzung von Digitalisierung, was ja bis zum Jahr 2048 möglich sein sollte, damit eben Staus, damit Unfälle, damit diese Dinge verhindert werden. Ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert, dass daran gearbeitet wird. Und im Endeffekt, sage ich mal, gibt es ja verschiedene unterschiedliche Ansätze. Mir fehlt oder uns fehlt zum Teil schon ein integriertes Konzept des Ganzen. Und da bist du natürlich irgendwie bei der Stadtplanung oder bei der Regionalplanung. Und ich glaube, dass das irgendwie möglich wäre. Und für uns ist schon echt auch im Mittelpunkt zu gucken, wie kann ich die Mobilität für Menschen einfach auch
finanzierbar halten und praktikabel halten. Und das wird natürlich irgendwie ganz stark davon davon abhängen, wie wir im Jahr 2048, wie wir da produzieren, wie wir da arbeiten, wie wir da leben wollen. Und ich glaube, da so einen Blick drauf zu lenken und da einen Blick drauf zu setzen, das ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, in der Corona-Phase haben wir jetzt schon so gemerkt, es ist ja statistisch alles erwiesen, auch der Erderschöpfungstag ist ja später gewesen in diesem Jahr, eben aufgrund der Effekte von Corona, weil es gerade auch weniger Verkehr in den Ballungsgebieten gegeben hat. Das heißt, hier gibt es ja durchaus Möglichkeiten, wie wir da auch emissionsfreier leben können bis ins Jahr 2048. Und ich würde aber ganz gerne zu meinem Vorredner noch mal was sagen, was gerade die Schwellenländer anbelangt. Ich meine, das ist ja dann gut und ist bestimmt richtig, auch da zu sehen, wie kann dort emissionsfreierer Transport erfolgen. Aber ich will mal darauf hinweisen, dass in China das Elend ja irgendwie das ist, dass viele Menschen zur Landflucht betrieben werden, weil sie einfach in die Städte müssen, um da überhaupt einer Arbeit nachzugehen. Und das ganze Thema geht ja mit einer extremen Ungerechtigkeit einher. Und das waren ja gerade Menschen, die es in der Corona-Zeit extrem gebeutelt hat. Ja? Oder auch wenn man sich Bangladesch anschaut, weil einfach viele deutsche Konzerne beim Lockdown hier die Aufträge komplett abgemeldet haben und die Menschen dort wirklich noch mal stärker sozial unter Druck geraten sind. Also ich denke, auch das meinte ich vorhin, dass ich einfach hoffe, dass es mehr globale Gerechtigkeit geben wird aufgrund der Handelsbeziehungen. Und deswegen sind solche Elemente, wie es aktuell im Diskurs ist, nämlich das Lieferkettengesetz, zu sagen, ich muss gewährleisten, dass ich ökologische und soziale Standards entlang meiner Wertschöpfungskette für meine Produkte habe, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also das ist schon, hängt schon sehr alles, glaube ich, miteinander zusammen, soll uns aber überhaupt nicht davon abhalten, zu beginnen, etwas zu verändern. Danke dir, Christiane. Ich hätte jetzt vieles, wo ich gerne einhaken möchte. Elias hat derweil auch nochmal einen Link hier bei uns im Chat gepostet, um sich mal die Klimaemissionen der verschiedenen Verkehrsmittel anzugucken, weil in deiner Vision gibt es ja durchaus auch noch Elektro-PKWs. Die haben natürlich trotzdem auch noch einen sehr hohen, auch hohe Emissionen, einfach weil sie natürlich auch in der Herstellung nicht emissionsfrei hergestellt werden, auch wenn sie lokal emissionsfrei funktionieren. Das nur noch so als kleine Erinnerung. Wir haben Elisa wieder da. Ich würde sie super gerne mit ins Boot holen, gerade weil wir eben auch schon jetzt an Fragen globaler Gerechtigkeit dran sind. Und uns darüber unterhalten, wie Städte im globalen Norden und im globalen Süden aussehen können, ob es ein Schema F geben kann, ob die unterschiedlich aussehen müssen und inwiefern wir auch im globalen Norden vor allen Dingen dafür verantwortlich sind, unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Elisa? Lisa? Elisa, können wir anfangen? Wir können dich nicht hören, Elisa. Ja, jetzt, Mikro ist an. Muchas gracias. Sí, o sea, creo que hay solución. Podemos aprender de las experiencias de otros países, de otras ciudades, pero definitivamente debemos desarrollar nuestras propias soluciones, nuestras propias alternativas. Por ejemplo, aquí en Quito hay una práctica que le llamamos una práctica de transporte informal, que es gente que en los barrios se organiza para proveer servicios de transporte, porque generalmente la municipalidad no resuelve el problema a tiempo. Y esta lógica de resolver el problema con la autoorganización desde el barrio, desde la misma gente, es algo que yo espero, yo creo que a 2048 podamos potenciarlo, que pueda funcionar. Creo que también como ciudadanos podemos generar soluciones, podemos generar ideas, podemos aportar a generar otras formas de movilidad que no necesariamente respondan a un gran
una gran empresa, un servicio de escala ciudad, sino podemos trabajar a escalas barriales. Entonces creo que definitivamente 2048 tenemos que aprender de otras experiencias, pero también ser creativos y generar nuestras propias soluciones. Y justamente también en relación a este tema de la justicia, creo que la movilidad, la forma como nos movemos, el acceso a los medios de transporte, la calidad la calidad de servicio que recibimos es un mecanismo de generar justicia. Me gustó mucho lo que dijo una de las panelistas del espacio, esta necesidad de rediseñar, redistribuir el espacio. Cuando tenemos ciudades que le dedicamos la mayor cantidad de inversiones a la mejora de vías o a construir o ampliar más vías, estamos olvidándonos de que estamos beneficiando de manera desigual. Estamos beneficiando más al que más tiene, al que tiene el auto. Y nos olvidamos de que la inversión, el dinero, también tiene que ir a mejorar las veredas, a mejorar la calidad del transporte público, a crear ciclovías. Es decir, todas estas decisiones de inversión, de alguna manera siguen reproduciendo este sistema de desigualdad. Y finalmente me gustaría añadir que también se trata de una cuestión de redistribución del espacio. ¿Cómo distribuimos el espacio que es finito para que todos podamos hacer uso de él en igualdad de condiciones, en igualdad de experiencias? Que, por ejemplo, bueno, aquí a veces tenemos unas veredas que son muy complicadas, muy angostas, llenas de obstáculos, por donde no puede pasar una silla de ruedas. Y claro, a la final nos olvidamos que todos somos peatones, que todos caminamos. Entonces, yo espero que al 2048 podamos tener unas veredas que sean realmente funcionales, que sirvan, que cumplan su función como vereda, pero también nos ofrezca una experiencia atractiva y agradable al caminar, unas veredas donde tengamos árboles que produzcan sombra, donde tengamos un entorno agradable, tal vez con flores. Sí, entonces ese sería mi aporte. Super, ganz herzlichen Dank, Elisa. Das hat jetzt auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich finde es spannend, dass du auch jetzt nochmal das Thema von der Gerechtigkeit des Raums und wie wir Fläche eigentlich verteilen mit reingebracht hast. Ich finde generell, wenn wir über Mobilität sprechen, sind wir ganz schnell bei Fragen von sozialer Gerechtigkeit. Christiane hat eben auch nochmal die Lieferkettenwege angesprochen, wenn es solche Fragen von Konsum und Lieferketten eben geht. Ich würde euch ganz gerne fragen, inwiefern kann Mobilität als Schlüssel zu sozialer Gerechtigkeit gestaltet werden? Wie können wir Mobilität so definieren und Verkehrssysteme so gestalten, dass sie nicht das Privileg von wenigen sind, sich bewegen zu können? Ja, da würde ich vielleicht ganz gerne was zu sagen. Ich finde erstmal, ich kann es jetzt im Moment für Frankfurt, die Stadt, in der ich lebe, da ist es beispielsweise so, dass es zumindest für Schüler und Schülerinnen kostenlos Möglichkeit gibt, Nahverkehr zu nutzen, dass da Anreize geschaffen werden. Es ist ja auch in anderen großen Städten so, dass das eine kostenlose Nutzungsmöglichkeit gibt. Das heißt, dass das überhaupt von einigen mal in Betracht gezogen wird. Aber dann geht es natürlich irgendwie noch darum, in welcher Regelmäßigkeit habe ich überhaupt eine Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da krankt ja zumindest in Deutschland, in den ländlicheren Regionen, da krankt es ja oft noch dran, dass das für Leute wirklich eine Alternative darstellt. Ja, was die Zeiten anbelangt, was die Taktungen anbelangt. Also da muss in Vorleistung gegangen werden, damit es für viele überhaupt attraktiv werden kann, umzusteigen. Und wogegen wir uns da schon gewehrt haben, also jetzt im Moment, das haben ja auch alle mitbekommen, wir sagen ja, klar, wir bekennen uns zu den Klimazielen, wollen auch an dieser Transformation der Industrie mitarbeiten. Das heißt, logischerweise auch zu sehen, dass mehr dann in Richtung emissionsreduziertes, emissionsärmeres Fahren geht.
aber dass es trotzdem möglich sein muss oder dass, sagen wir, dass es einfach nicht Leuten passieren kann, die im Moment noch einen Verbrennungsmotor fahren, dass denen dann da massive Restriktionen auferlegt werden und die ökonomisch nicht in der Lage sind, sich ein alternatives Transportmittel anzuschaffen. Das war so eine Geschichte, wo wir gesagt haben, da muss man schon irgendwie gucken, dass es da eine soziale Ausgewogenheit gibt. Wir haben ja im letzten Jahr in Berlin eine große Aktion gemacht und das ist im Grunde genommen der Leitspruch, an dem wir, mit dem wir arbeiten und versuchen, diese Veränderungen zu gestalten als IG Metall. Das ist einfach, wir wollen einen sozialen, einen ökologischen und einen demokratischen Wandel. Das heißt ja zu den Klimazielen, ja zu den Veränderungen und du hast genau recht, weil alleine bei der zum Beispiel beim vollelektrischen Fahrzeug entfallen ja wirklich 40% der CO2-Emissionen alleine auf die Herstellung von Batteriezellen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen diese ganzen Themen in den Blick nehmen und müssen da zum Beispiel auch das ganze Thema direkt von der Produktionsherstellung bis zum Recycling mitdenken und da eben zu gucken, wie kann ich auch bei der Produktion mit grünem Strom arbeiten, wie kann ich an meiner Recyclingquote massiv arbeiten und das wirklich so in dem ganzen Thema von Kreislaufwirtschaft auch zu denken. Entweder habe ich, ich sag mal, biologische Lösungen oder ich habe technologische Kreislauflösungen. Und das sind ja Themen, da glaube ich, haben wir zumindest bei uns auch in den Industrien eigentlich ziemlich viele innovative Ansätze und Produkte, mit denen auch die Klima, der Klimawandel wirklich gestaltet werden kann. Aber wir wollen, dass Beschäftigte wirklich eine Chance haben, eine Chance bekommen, eine faire Chance bekommen, ihre Arbeitsplätze auch in dieser Klimaveränderung weiterhin zu erhalten, auf neue Arbeitsplätze, die gerne auch natürlich mit Technologien einhergehen, die dann einen guten Beitrag zu der Klimaveränderung, hoffentlich Verbesserungen beitragen, eine faire Chance bekommen, sich da auch hin zu qualifizieren. Und das Christiane, ist im Moment der massive Druck, den wir gerade haben. Und ich sage mal, das ist das Thema Transformation, vor dessen anspruchsvolle Gestaltung wir gerade stehen mit unseren Beschäftigten. Dass jetzt IG Metall unter Druck steht, ist völlig klar. Ich habe mal kurz, ich glaube, Elias will auch schon direkt was sagen. Ich habe dich auf dem Schirm. Ich würde direkt mal anfangen, ein bisschen zu provozieren, denn dafür ist ein Panel da, dass wir uns auch ein wenig streiten. Ich finde es ganz interessant, so wie du das beschreibst, klingt das eigentlich sehr, sehr gut, nur wir sind ja noch lange nicht an dem Punkt, also jetzt zumindest im Jahr 2020, dass wir in irgendeiner Form ein wirklich ökologisches Auto gefährt hätten. Und selbst wenn wir diese technischen Lösungen haben, wie du sie beschrieben hast, dass wir irgendwie eine Kreislaufwirtschaft haben und alles recyceln können auf dem Produktionswege, ändert das ja nichts an solchen Fragen der zum Beispiel der Flächen- und Raumgerechtigkeit. Ja? Wer bekommt eigentlich den Platz in der Stadt? Ein Elektrogefährt ist immer noch genauso tödlich wie eines, was mit Verbrenner fährt und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass viele Probleme einfach dann doch dadurch nicht gelöst sind. Und dass es doch noch ein relativ technischer Ansatz ist, den ich da höre. Und spannend finde ich eigentlich auch so, wie wir diesen sozialen Wandel eigentlich hinkriegen, den wir in unserer Gesellschaft brauchen. Mhm. Ich würde dich kurz darauf antworten lassen und dann ist Elias dran. Ja, kannst du das mit dem Raum mal ein bisschen konkretisieren? Weil, ja, kann ich. Die Frage ist doch... Bitte, genau, dass ich das nochmal... Genau, also Elisa hatte das so ein bisschen angesprochen. Also das Ding ist halt, wenn wir halt Straßen haben, die für Autos gemacht sind und so wie unsere Städte gerade gebaut sind, haben wir vor allen Dingen Autostraßen, haben Parkplätze, die exklusiv nur von Autos genutzt werden können. Das ist einfach eine Frage von Flächengerechtigkeit. Man könnte sicherlich auch Straßen nochmal anders konzipieren, aber es ist sehr schwer möglich. Da wo Autos fahren, werden sicherlich nicht Kinder mit ihren Fahrrädern fahren und die Straßenbahn wird da auch schlecht fahren können. Also es ist einfach eine Frage des Ausschlussprinzips. Und insofern, genau, und das Gleiche gilt eben auch für die Gefährlichkeit von Elektroautos. Ja, also ich muss jetzt mal so ein bisschen trennen vielleicht. Also ich habe ja gesagt, dass ich in Frankfurt selbst passionierte Fahrer fahre, bin ich Fahrer, nicht Auto.
Und wir haben ja jetzt gerade auch Teile von Frankfurt, da gibt es eine riesen Auseinandersetzung, autofrei zu machen am Nordufer des Rheins. Und da geht es um 800 Meter und um die tobt gerade eine riesen Auseinandersetzung, also inklusive einer Fahrraddemo letzten Samstag in der Stadt. Und ich finde, das ist schon eine richtige Frage. Und das ist ein ganz kurzer Augenblick. Das ist ja ein ganz kurzer Augenblick am Technik. Nee, da kannst du mit den Bewegungsleuten eigentlich gesprochen. Nee, da kannst du umschalten. Wir können uns sonst nicht hören. Okay, wunderbar. Christiane, du bist wieder dran, dann können wir dich besser hören. Ich teile das mit dem Thema, dass Städte anders gestaltet werden müssen, damit die auch fahrradfreundlicher werden. Also da habe ich irgendwie gar keinen Widerspruch. Die Frage ist ja sozusagen, was machen wir, wenn Leute darauf angewiesen sind, irgendwie in die Städte zu kommen, um beispielsweise dort zu arbeiten? Gibt es da nicht intelligente Wege? Aber einige Firmen bieten das ja an, dass die dann einen Pendelverkehr anbieten mit Bussen, die Leute irgendwie aus dem Umland abholen und dann zu den Werken bringen. Ich glaube, auch da muss man sich also da sind ja die Städte auch dabei. Also ich kenne im Moment keine Stadt, die nicht überlegt, wie sie autofreier werden kann. Und jetzt sind ja gerade im Zuge der Corona-Phase sind ja zum Glück überall sogenannte Pop-up-Radwege entstanden, die im Moment ja auch noch da sind. Und ich glaube, das ist auch eine Frage dann der Alternative und des Angebots. Und ich glaube aber zum Teil, auch wenn man sich Emissionsbelastung in Städten anschaut, Feinstaub, CO2, gibt es keine Alternative. Also ich glaube, dann wird es restriktiver laufen. Und deswegen stellen ja einige Städte da auch schon um. Also bieten dann eben Pendelverkehr an in die Stadt und versuchen ja einfach Alternativen zu schaffen, um in die Städte reinzukommen. Und ich glaube, das ist etwas, da muss massiv dran gearbeitet werden. Also ich bin auch dafür, die Innenstädte attraktiver zu machen für Fahrradfahrer und für Fußgänger. Aber auch dann ist es ja auch nochmal die Frage, wer kann es sich eigentlich leisten, in der Stadt zu wohnen, wenn Reiche dann in den Städten sich nur noch die Mieten leisten können und dann haben auch noch eine schöne Umwelt. Das wäre man vielleicht auch nicht automatisch. Also man muss ja auch an der Frage arbeiten, wie kriege ich eigentlich urbanen Wohnraum finanzierbar. Und es ist dann auch wieder, bin ich auch wieder bei der Frage der sozialen Gerechtigkeit, ob das dann Mietpreisbremsen sind, ob das sozialer Wohnungsbau ist. Also auf solche Dinge auch zu achten, weil ich glaube, nur dann wird es ja gerechter. Also weil wer profitiert sonst von dem Mehrraum, in dem ich dann Fahrrad fahren kann? Also ich finde es auch eine schöne Idee. Das war ja auch meine Eingangsvision. Aber ich finde, da stellen sich schon noch ein paar andere Fragen dran, wer denn dann da auch radelt. Ja, absolut. Wer radelt da? Mobilität ist ja so ein bisschen das Privileg, sich bewegen zu können, aber auch das Privileg, sich nicht bewegen zu müssen. Das ist also beides. Also wenn man irgendwo wohnt und ist, wo es schön ist, dann muss man sich vielleicht auch nicht bewegen. Und wenn man Homeoffice machen kann und nicht gerade Krankenschwester ist zum Beispiel. Elias, du wolltest auch noch was sagen. Wie kommen wir zukünftig in die Stadt? Mit der Bahn? Also ich möchte jetzt noch kurz schon noch auf die Autos in der Stadt eingehen, weil für mich einfach jetzt schon Autos überhaupt keinen Platz mehr einfach in der Stadt haben. Es gibt sehr viele Situationen, wo man ein Auto braucht, wenn man zum Beispiel umzieht, wenn man zum Beispiel eingeschränkt mobil ist und das einfach wirklich braucht. Aber prinzipiell ist der Platz, wenn man schon über leistbares Wohnen und so weiter redet, dann müsste jeder Parkplatz in der Innenstadt ein paar hundert Euro pro Monat kosten. Das ist einfach Platz, den wir ohne irgendwas Autofahrern gratis zur Verfügung stellen. Und das ist einfach gerade in der jetzigen Situation wirklich unmöglich. Auch am Land hat das Auto, vor allem am Land, wird das Auto immer ein Teil bleiben. Das Problem ist ein bisschen, was ich sehe, dass die Autoindustrie einfach das, was eigentlich eh sein sollte, also diese Kreislaufwirtschaft und so weiter, mit der sie sich jetzt beschäftigt, das ist sehr wichtig, aber Autos werden einfach nicht als Massenprodukt der Teil der Lösung sein, weil die Autoindustrie einfach davon lebt, von einem 1,2
2 oder 1,1%igen Personenbesetzungsgrad. Weil wenn dieser Besetzungsgrad viel höher wäre, dann gäbe es einfach die Autoindustrie in der jetzigen Form nicht so groß, weil es einfach diesen Markt nicht gäbe. Und es ist schon so, dass zum Beispiel ein Zug, also ich weiß das nur, weil der österreichische Staat, die haben gerade Nachtzüge finanziert, also so ein Nachtzug, der kostet ca. 40 Millionen Euro. Das ist schon ein Riesenmarkt und diese Züge muss zum Beispiel auch wieder jemand produzieren. Die Radwege muss ja auch wer bauen, da wird ja auch Boden versiegelt, halt effizienter, aber das muss ja auch gebaut werden. Und es ist einfach eine Transformation, die meiner Meinung nach von der Autoindustrie hier eher gebremst wird, weil sie halt nicht so vielseitig aufgestellt ist, sondern wirklich nur auf Autos. Zum Beispiel in Österreich ist Siemens sehr groß und die produzieren da Züge, die produzieren aber auch gleichzeitig auch Autoteile, aber die trifft es nicht so schwer, wenn ab jetzt nur noch Nachtzüge fahren, weil sie die halt auch machen, weil sie da auch was tun. Und da haben halt, glaube ich, große Autokonzerne ein bisschen das Problem, dass sie halt diese grundlegende ökonomische Regel, dass man ein Business möglichst divers aufbauen sollte, dass sie das einfach nicht berücksichtigt haben bis jetzt und da jetzt große Probleme haben, weil sie sich noch immer an dieses alte Konzept festklammern, mit dem es aber nicht funktionieren wird. Weil am Land wird es Autos brauchen, vor allem weil die Leute sehr weit auseinander wohnen und es nicht Sinn macht, durch jede Leute mit einem Bus zum Beispiel abzuholen, jede einzelne Person, die wirklich im Land lebt. Aber zum Beispiel in der Schweiz, da hat man, da fährt jede Person doppelt so viel Personenkilometer mit den Öffis circa wie in Österreich. Und in Österreich ist es auch ein bisschen mehr als in Deutschland, weil die sich darauf geeinigt haben, dass in jedem kleinen Dorf mindestens 10 Busse pro Tag durchfahren. Und dadurch ist die Mobilität einfach möglich. Und sie muss natürlich auch billig sein. Da haben die Schweizer es natürlich einfach. Aber es ist schon so, dass Autos einzeln zwar nicht so viel wirken, als würde es so viel kosten. Wenn man das zusammen addiert, sind die Mengen an Geld, das für Autos ausgegeben wird, ist natürlich unglaublich. Und damit könnte man das beste Öffi-Netz jemals finanzieren. Also in Österreich zahlen in Wien, da gibt es die Jahreskarte für 365 Euro. Und die kostet jeden Steuerzahler unter 200 Euro pro Jahr. Und das ist im Vergleich zu den Betriebskosten für ein Auto zum Beispiel wirklich, wirklich gering. Also so viel noch dazu. Genau. Das wollte ich eigentlich noch sagen vorher. Ja, das stimmt. Das Blöde ist halt, also ich meine, es ist nicht das Blöde, aber das, ich meine, es gibt halt immer noch eine Nachfrage nach individuellem Nachverkehr beziehungsweise nach individueller Mobilität, so rum. Und ich meine, es ist dann irgendwie für viele schon, ich sage, es gibt ja so eine Gruppe, da ist es eine Frage der Alternative. Und es gibt auch eine Gruppe, ich meine, da gibt es ja massiv Studien, die irgendwie sagen, du kannst mir, keine Ahnung, wahrscheinlich 3 Busse in einer Stunde vor die Tür setzen, ich fahre trotzdem irgendwie mit meinem Auto. Und da ist ja irgendwie so die Frage, wie kriegst du irgendwie Anreize geschaffen? Und die viele Automobilhersteller, die haben ja in Deutschland zumindest probiert, sowas dann auch stärker reinzugehen in das ganze Thema der Sharing Economy. Also da auch zu gucken, was kann da attraktiv sein. Haben da auch wirklich ganz viel in digitale Plattformen investiert. Und das hat sich sozusagen, gerade durch Corona, hat sich da ganz viel wieder zerschlagen, weil die Leute aus dem Sicherheitsbedürfnis heraus wieder in ihr eigenes Fahrzeug zurückgegangen sind. Aber also da muss man auch noch mal aufpassen, das gibt echt so ein, dass es da nicht, also es gab da eher ja wieder so ein steigendes Sicherheitsbedürfnis. Aber im Kern ist es ja richtig. Also du musst ja gucken, wie kriegst du da auch nochmal Anreize geschaffen und kriegst auch nochmal einfach den Ausbau von diesen ganzen Strukturen, da einfach Steuergelder anders allokiert. Und da muss man einfach nochmal sehen, in was ist eigentlich Geld reingegangen. Entschuldigung, die gleiche Debatte kannst du führen mit Atomenergie versus Erneuerbare. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Da würde ich ganz gerne auch eine Frage aus dem Publikum mit aufnehmen. Der wunderbare Timo verfolgt hier den Livestream mit und dort den Chat. Elias hat hier übrigens gerade ganz viel Applaus bekommen, das muss ich weitergeben.
Die Frage, die hier auch noch ist, weil es ist ja auch gerade aufgekommen, gerade in Zeiten von Corona, ja, viele Städte haben denken über eine Reduktion des Autoverkehrs nach, haben auch schon Maßnahmen ergriffen. Wir haben hier die vielen Fahrradradwege, die überall neu gebaut worden sind. Gleichzeitig fließen immer noch massiv Gelder in die Autoinfrastruktur. Ne? Also wir haben zum Beispiel jetzt in Berlin ganz viele neue Radwege und gleichzeitig wird eine neue Stadtautobahn gebaut, die, kann man einfach mal so sagen, keiner will. Sind das dann nicht auch die Widersprüche, wo man, in denen man sieht, wo noch die Mächtigen am Schalter sitzen? Auf jeden Fall, weil die halt auch mit dem Auto zur Arbeit fahren. Nein, das ist jetzt blöd, aber das war zum Beispiel in Wien gab es die Debatte, dass alle Politiker natürlich mit dem Auto in die Arbeit fahren und das passt alles. Aber zum Beispiel unser Bundespräsident ist ja bekannt damit geworden, dass er Selfies in der Straßenbahn macht, weil das einfach davor noch niemand gemacht hat. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das vollkommen sinnlos ist, jetzt Autobahnen in die Stadt zu bauen und das ist einfach wirklich eine Realitätsverweigerung. Also das ist einfach wirklich, macht keinen Sinn. Meiner Meinung nach ist aber Individualmobilität vollkommen richtig, dass das viele Leute wollen und brauchen, weil sie meinen, ich will zum Beispiel nicht, selbst wenn jetzt jede Stunde ein Bus fährt, eine Stunde auf den Bus warten zum Beispiel, weil ich weiß nicht, wann mein Kind wann ich mein Kind aus dem Kindergarten abholen muss. Einfach mobil sein, wann immer man will. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass zum Beispiel in Innsbruck, da haben sie jetzt Long-Distance-Fahrradwege gebaut, die einfach wirklich Fahrradfahren ermöglichen über längere Strecken. Und in Dänemark gibt es zum Beispiel in fast jedem Zug ein einzelnes Abteil, wo man Fahrräder reingeben kann, weil das nämlich halt wirklich ein Problem ist, dass ich zum Beispiel bei der Deutschen Bahn und der ÖBB sehe, dass die überhaupt nicht auf Leute eingehen, die eben individuell reisen wollen mit dem Fahrrad, weil es halt einfach viel Platz braucht. Aber da müsste einfach sehr viel investiert werden, damit individuelle Mobilität noch immer möglich ist, nur halt einfach gar nicht mit dem Auto. Ich würde jetzt gerne Lisa auch nochmal mit reinholen. Ich sehe sie leider gerade nicht. Hoffe, dass sie noch online ist. Lisa, kannst du uns hören? Ich kann sie leider gerade nicht hören, das ist sehr schade. Ich würde ganz gerne mit euch nochmal mehr auch auf die Ebene gehen, von wegen, wie kommen wir dahin, dass es ein gerechteres und ökologischeres System geben kann. Und nicht so sehr nur über die jetzigen... Elisa! Sí, aquí estoy. Aquí estás, muy bien. Sí, tenía algunas ideas para compartir. Yo creo que es muy difícil eliminar el uso del auto, siendo así súper realistas, pero creo que más bien hay que promover un uso consciente del auto. Es decir, que usarlo cuando lo necesitamos de manera consciente. No sé exactamente qué uso el auto para ir a comprar el pan. Cuatro a tres manzanas y lo usan. Entonces, se trata de un uso más racional, más eficiente. Optimizarlo, es muy común que vaya una sola persona en el auto cuando tiene tanto espacio y ocupa tanto espacio en las vías. También creo que se trata de apelar al hecho de que la inversión de un auto es una inversión alta para un bien que muchas veces está guardado, está parqueado más de 20 horas, 22 horas al día. Entonces, un poquito tratar de apelar a este tema. Ahora, por otro lado, si bien es importante que haya avances tecnológicos para tener autos que contaminen menos, que sean más eficientes para reducir los siniestros de tránsito, sin embargo, la tecnología no es suficiente. No es suficiente si no diseñamos ciudades... La ciudad de los 15 minutos, que está ahorita muy de moda, esta ciudad en la que yo puedo abastecerme, puedo hacer mis actividades cotidianas cerca de mi vivienda. Entonces, eso, y finalmente me gustaría añadir que creo que la industria automotriz tiene un reto grande de reinventar, como se mencionaba antes, de diversificar su producción. Pero ahí hay que tener cuidado porque luego esta industria vuelve la mirada a los países del sur global y se enfocan en este nuevo mercado del sur global y,
Y en el congreso que tuvimos en Alemania el año anterior, una de las alertas que comentaba una panelista de África es que los autos que ya no quieren en Europa van a importarlos a África. Y yo me temo que algo así también pase con Latinoamérica, con Asia. Entonces sí hay que también tener una visión un poco crítica de que si promovemos soluciones en nuestras ciudades, tienen que ser soluciones también globales. No basta sacar los autos, por ejemplo, de Alemania y que se vayan a otro lado en el mundo. Entonces, eso básicamente. Vielen Dank, Elisa. Sehr gut, dass du das auch nochmal einbringst, dass wir die Städte anders designen müssen, dass wir die 15-Minuten-Stadt brauchen, diesen Modebegriff, den es gerade zurzeit gibt. Ich würde trotzdem mal interessieren, weil du davon gesprochen hast, es braucht eine bewusstere Art, das Auto zu benutzen. Ich persönlich war tatsächlich vor mehr als 15 Jahren das letzte Mal in Quito, habe dort lange gelebt, als ich noch geflogen bin. Und ich habe die Gesellschaft dort als besonders gespaltene Gesellschaft erlebt. Die Geld hatten, die privilegiert waren, sind Auto gefahren und haben das sehr viel getan und eigentlich jeden Weg. Und alle anderen, die sich nicht leisten konnten, mussten zu Fuß laufen oder mit dem Bus fahren. Also ein sehr, sehr großes Extremfahrräder habe ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen. Den Leuten jetzt zu sagen, sie sollen das Auto bewusst benutzen, kann das die Lösung sein? Also beziehungsweise wie bekommen wir diesen Bewusstseinswandel hin, den du erwähnst? So, können es jetzt alle beantworten? Oder gehen die Frage? Die Frage gehe ich nochmal an Elisa als Rückfrage. Okay. Ja, danke. Sí, bueno, yo creo que una de las medidas básicas es el tema del transporte público. Lo que les decía, el transporte público tiene que ser la mejor opción para la gente. Debería ser un transporte confiable, un transporte seguro. Aquí es muy común los casos de acoso sexual a mujeres en transporte público, aunque también se han registrado casos para hombres. Y justamente con todos estos antecedentes es difícil que la gente quiera usarlo. Entonces, la primera clave para el cambio es el transporte público, pero eso no es suficiente si no diseñamos una ciudad con usos mixtos del suelo, si no diseñamos una ciudad controlando toda la expansión horizontal, si no buscamos densificar la ciudad, generar proyectos de vivienda social para que la gente no tenga que ir a vivir a las periferias, en zonas de riesgo, en zonas ilegales. Entonces, la movilidad no puede ser entendida, no puede ser gestionada si no gestionamos toda la planificación de la ciudad. Y además del transporte público, creo que es también muy importante el diseño del espacio público, diseño de espacios públicos donde podamos transitar seguros, donde podamos transitar cómodos. Bueno, en Quito tenemos el mismo número de horas de sol y de oscuridad todo el año. Entonces, todos los días a las 6 de la mañana sale el sol y a las 6 y media, 7 de la noche se esconde el sol. Entonces, no es una ciudad que en la noche sea muy activa justamente porque la gente no se siente segura de estar en el espacio público. Entonces, esta transformación creo que pasa por tener políticas públicas sostenidas de largo plazo. No podemos diseñar una ciudad pensando de aquí a 3-4 años según el turno del alcalde. Tenemos que diseñar una ciudad de aquí a 30-40 años y tenemos que diseñar una ciudad que sea inclusiva. Nosotros aquí en Quito tenemos unos buses que son súper altos. Para tú subirte al bus tienes que subir algunas gradas y es algo que no es inclusivo para personas de la tercera edad, es difícil para niños, es difícil para mujeres embarazadas. Entonces tenemos que pensar eso, una ciudad que sea para todos, que todos podamos usarla, que todos podamos disfrutarla. Y bueno, el reto ahí también es negociar con el sector privado, ¿no? Sobre todo con el sector inmobiliario, que hace muchas urbanizaciones cerradas donde no hay transporte público, donde la gente solo se mueve en auto, donde no hay tiendas o supermercados cerca de la casa, donde no hay escuelas. Entonces, esa sería mi reflexión. Vielen Dank, Elisa. Das führt auch tatsächlich zu einer weiteren Frage, die wir aus dem Publikum haben.
Du erwähnst eben, dass wir Städte anders designen müssen. Das sind eben ganz klar auch Fragen von Gendergerechtigkeit, auch mit einem feministischen Blick auf die Stadtplanung. Die bisherigen Verkehrsinfrastrukturen, die wir haben, sind einfach nicht darauf ausgerichtet, auf diejenigen, die sich eben um die Kinder kümmern, die einkaufen müssen, die meistens in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft sich bewegen. Wie könnte eine solche Stadt eurer Meinung nach aussehen, wo solche Bedürfnisse von allen, auch von Kranken, von Schwächeren, besser berücksichtigt werden? Und wo auch die Frage von Sicherheit keine ist, die sich nur wenige stellen müssen. Die Frage geht an alle. Elias. Da würde ich jetzt gerne das wieder über Wien reden. Das ist nicht, weil ich Wien so besonders wahnsinnig gern mag, weil ich dort herkomme, deswegen ein bisschen mehr weiß als über alle anderen Städte. Weil da gibt es nämlich ein Projekt, das heißt die Seestadt, und das ist international recht bekannt. Das ist nämlich eine Stadt, die einfach aus dem Nichts gebaut wurde. Dann haben sie begonnen, dorthin eine U-Bahn zu bauen, einfach mitten aufs Feld raus und dann eine Stadt drumherum. Und diese Stadt wurde designt von hauptsächlich weiblichen Architektinnen und ist eben auf die Bedürfnisse von Frauen und Kindern ausgerichtet, speziell. Und ist so wirklich ein wirklich, wirklich cooles Konzept. Also es leben einfach viele Leute auf engem Raum. Aber es ist so, dass Autos einen wirklich sehr untergeordneten Stellenwert haben. Die müssen entweder vor der Stadt in einem unterirdischen Parkhaus abgestellt werden oder dürfen halt nur vereinzelt reinfahren, wenn es spezielle Gründe gibt. Und ansonsten sind die Plätze einfach sehr offen, sehr verspielt, damit Kinder wirklich den öffentlichen Raum nutzen können für sich und für ihre Bedürfnisse und es nicht zu gefährlich ist. Und gleichzeitig aber auch hochtechnologisch. Dort gibt es zum Beispiel den ersten freifahrenden Zug ohne Fahrerhäuschen. Und dadurch, dass das so gut mobil angebunden ist, benutzen dort kaum Menschen Autos und das kommt einfach wirklich, wirklich sehr gut an. Und das ist nämlich der eigentliche Punkt, den ich versuche zu machen. Also dort kommt das wirklich gut an und es wohnen dort wirklich einige Menschen schon und es wird laufend vergrößert. Und das ist irgendwie so ein Visionsprojekt. Ich werde da jetzt auch noch einen Link reinschicken dann. Das finde ich, hört sich sehr, sehr, sehr schön an. Ich finde, oder gut an, die Frage ist, also was mich da interessieren würde, was ist das für ein Klientel, das da wohnt? Also woher kommt da die wirtschaftliche Kraft, dass da Menschen in so guten, finde ich wirklich sehr guten, unter so guten Bedingungen wohnen können und offenbar ja auch erschwinglich. Stadtfinanzierte Bauten. Also ja, das wird einfach auch gefördert. Das ist natürlich so, dass man das natürlich fördern muss. Aber es ist eben gleichzeitig die U-Bahn dort, aber es ist sehr weit aus der Stadt draußen. Das heißt, es ist einfach dort, wo noch Platz ist, wurde das gebaut und dort wurde es wirklich neu gebaut. Ich meine, das ist weniger eine Transformation als wirklich ein Neubau. Aber es kann schon als Maßstab dienen, um einfach Dinge zu übernehmen. Und es ist auch nicht perfekt, aber es funktioniert einfach manches besser. Und es sollten einfach Dinge übernommen werden, wie zum Beispiel eben, dass es an jeder Ecke einen Spielplatz gibt. Weil das finde ich zum Beispiel in Großstädten wirklich, wirklich gibt es viel zu wenig oder viel zu wenig Spielstraßen oder viel zu wenig Raum, in dem man sich einfach ausbreiten kann. Ich finde, also das ist tatsächlich, finde ich, auch einer der wichtigsten Aspekte, auch wenn wir einen feministischen Blick und einen gerechteren Blick auf die Stadtplanung haben wollen, ist auf jeden Fall auch diesen Raum für Begegnung zu schaffen. Und den müssen wir, glaube ich, letztendlich auch vom Autoverkehr wegnehmen. Weiteres schönes Beispiel, der ist jetzt nicht explizit feministisch geplant, aber es gibt ja diese Superblocks in Barcelona, wo es eben keinen Durchgangsverkehr mehr gibt und wo dadurch für die Nachbarschaft Begegnungsräume entstanden sind. In Diskussion ist das auch für Berlin. Und das gibt einfach die Möglichkeit, auch gerade Sorgearbeitenden sich zu vernetzen, sich zu unterstützen und sich überhaupt zu begegnen. Und an der Stelle würde ich auch ganz gerne nochmal ich bin keine Verkehrsplanerin und trotzdem gibt es, glaube ich, eine relativ einfache Regelung bei Stadt- und Verkehrsplanung. Wenn man Straßen baut, dann erntet man halt Verkehr, also erntet man Autos
Und wenn man Spielplätze baut, dann kommen da halt Kinder hin. Ne? Also es ist schon auch eine Frage von, welche Angebote machen wir. Ja, das stimmt. Aber ich meine, es wäre ja auch schlau, ich denke jetzt mal an Frankfurt, da gibt es einfach noch ganz viele Schwierigkeiten mit Barrierefreiheit. Also das heißt einfach Leute, die im Rollstuhl, auf Rollstuhl angewiesen sind, Männer und Frauen, die Kinderwägen mit irgendwie von A nach B kommen müssen, die haben einfach Schwierigkeiten, überhaupt bei uns in die Straßenbahn reinzukommen oder S-Bahn. Also das ist halt alles nicht richtig durchdacht. Und ich meine, da gilt es ja, glaube ich, auch nochmal so einen Blick drauf zu wenden. Und ich habe schon noch weil das mit der Vernetzung der Sorgearbeitenden sicherlich ein Vorteil wäre. Aber da möchte ich nochmal einen Blick erweitern. Da wäre es mir recht. Also wir kämpfen im Moment massiv darum, dass Frauen in den Unternehmen eine gleiche Chance haben auf berufliche Entwicklung und Aufstieg. Und wir stellen halt fest, sobald öffentliche Strukturen, wie beispielsweise Betreuung, nicht ausreichend sind, dass das dann halt alles echt ein richtiger Blocker wird, ein Hemmer wird, ein Hemmnis wird, für Frauen auch da eine gleichberechtigte Teilhabe zu haben. Von daher finde ich diese Vision, dass Architektinnen so etwas designen, finde ich total gut. Das merken wir ja auch in der Industrie, dass da ein weiblicher Blick sehr gut ist, ja, und eine Vielfalt wirklich Fortschritt auch bringt. Aber ich möchte da nicht so ein Backlash, also so ein bisschen Frauen wohnen anders. Also das ist mir zu konservativ. Da hätte ich eher Angst vor einer Verfestigung von so einem Frauenbild. Also ich will nicht, dass Frauen nur für Sorge verantwortlich sind und zu Hause sind und dann ein schönes Umfeld brauchen, sondern Frauen brauchen doch ökonomische Voraussetzungen, brauchen ein eigenständiges Einkommen, damit sie ein selbstbestimmtes Leben auch führen können. Das wollte ich nochmal einbringen. Das war mir jetzt ein bisschen zu... Ich glaube total... Das ist klar. Also ich habe jetzt nur über den Mobilitätsaspekt wirklich geredet. Ich wollte da jetzt, ja gar nicht, es ist klar, dass es das alles andere auch braucht. Das ist aber, ich meine, das ist ein bisschen wie bei jedem feministischen Thema. Es braucht jetzt mal, finde ich schon, auch das andere Extrem, dass einfach Frauen heute Architektinnen, die mit Sicherheit 40 Stunden die Woche arbeiten, vielleicht oder auch nicht, aber dass die einfach auch mal eine Stadt schon nach ihren Bedürfnissen planen können, damit man zum Beispiel weiß, weil ich meine, das ist ja jetzt überhaupt nicht abgebildet. Also in der jetzigen Stadt ist das Bedürfnis hauptsächlich mit dem Auto schnell von A nach B zu kommen, und es gibt andere Projekte, die innovative Dinge sind, aber die sind sehr beschränkt. Und zum Beispiel in der Stadtverwaltung, da müsste es einfach schon ein ausgeglichenes Männer-Frauen-Verhältnis geben, damit es zu sinnvollen Planungen kommt. Und da will ich jetzt nicht irgendwie ein Bild verfestigen, sondern ich glaube einfach nur, dass auf die halt auch gehört werden muss. Also es ist nun mal so, dass gerade es einfach so ist, dass zum Beispiel in Österreich nur 7% der Männer Pflege, also Karenzzeit nehmen. Und das ist einfach etwas, wo die Stadt eine Veränderung möglich machen muss. Wenn es immer weiter so ist, dann wird das sich einfach, glaube ich, wenig verändern. Das Stichwort hier ist total klar. Es geht darum, einfach mehr Perspektiven, mehr Menschen an Stadt- und Verkehrsplanung teilhaben zu lassen. Ich glaube, Christian, da war vielleicht auch ein Missverständnis. Ich glaube, niemand in der Runde hat das so, solche Rollenbilder verfestigen wollen mit den Aussagen. Ich glaube, an erster Stelle muss ganz klar stehen, dass eben auch Sorgearbeiten als Teil einer Utopie, in der wir alle leben wollen, viel gerechter verteilt werden müssen und auch eben eine gesellschaftliche Anerkennung erhalten müssen, die absolut notwendig ist, die fehlt. Wenn sich Männer mehr um Kinder kümmern, dann haben sie ja dann auch dieselben Bedürfnisse. Nur im Jetzt tun das leider mehr Frauen. Und daher muss man einfach, das hat ja mit Mann und Frau nichts zu tun. Da geht es einfach nur darum, die Bedürfnisse abzufragen von Menschen, die gerade Kinder haben. Beziehungsweise es geht eben auch nicht nur um Männer und Frauen, es geht nicht nur um Geschlechterfragen. Auch du, Christiane, hast es ja nochmal angesprochen, die Barrierefreiheit. Ich finde, es geht auch darum, dass Menschen, die körperlich eingeschränkt sind oder blinde Menschen, Menschen, die mit
Kinderwagen unterwegs sind und so weiter und so fort, dass solche Bedürfnisse stärker berücksichtigt werden, die einfach mit dem aktuellen System überhaupt nicht hinzukommen. Richtig. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Auch Thema alternde Gesellschaft. Genau, auch alternde Gesellschaft, total wichtig. Demografische Entwicklung, ja. Ja. Leider ist hier mein privater Chat mit unserem mein privater Chat abgebrochen, mit demjenigen, der mir die Fragen aus dem Publikum zugechanced hat. Eine habe ich mir allerdings noch gemerkt, die würde ich ganz gerne auch nochmal stellen, auch im Hinblick auf Privilegien und Gerechtigkeit und im Hinblick auf Umweltverbrauch. Ganz zu Anfang kam auch die Frage, wenn wir eine Degrowth-Gesellschaft haben wollen, wenn wir eine Gesellschaft haben wollen, die nicht mehr so massiv auf Wachstum basiert, dann müsste es ja eigentlich heißen, dass wir weitere Strecken schon allein wegen des massiven Energieverbrauchs, egal ob wir da mit Zug fahren oder mit Auto oder ob die überhaupt noch in Frage kommen, lange Reisen. Ist das ein Privileg, was es vielleicht in der Zukunft nicht mehr geben kann angesichts von globaler Gerechtigkeit? Ja, da würde ich jetzt kurz was dazu sagen, weil das jetzt eigentlich mein Thema ist zuerst, weil das eben das große Ding ist, was uns bei diesem Reisebüro beschäftigt, weil es ja wirklich so ist, dass ich diese Reise nicht machen wollte, weil sie eben einen Flug involviert hatte schon fast und dann aber doch mit dem Zug gefahren bin. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass es eben genau nicht dazu kommt, dass Leute nicht mehr aus Europa rausreisen, weil sie glauben, es ist nicht umweltverträglich. Es sind derzeit die Maßstäbe noch so, dass zum Beispiel in Russland der Zug mit Kohle fährt und deshalb nur ein Sechstel so ökologisch ist wie ein Flug. Das muss sich ändern, aber ich glaube, das wird sich nicht ändern, wenn man dann nicht Zug fährt. Ich glaube zum Beispiel, da kam die Idee für dieses Reisebüro, dass es einfach cool ist, wenn man einmal 5 Jahre nicht fährt, sich dann mehr Zeit nimmt und am Weg möglichst ökologisch mit dem Zug reist. Wie gesagt, unterschiedlich ökologisch und am Weg einfach Kulturen und Menschen trifft und da möglichst viel auf einem Weg und der Weg wirklich zum Ziel wird, weil wenn man eben zum Beispiel, das ist diese Route, über die ich immer rede, nach Vietnam fährt, weil ich da halt gefahren bin, dann fährt man durch die Ukraine, Russland, Kasachstan und China und hat seinen Horizont extrem erweitert und das ist gar nicht mal vergleichbar mit einem Direktflug von Wien nach Vietnam. Also nur von den CO2-Emissionen, sondern es geht einfach auch darum, dass man kulturell viel, viel, viel mehr mitbekommt und es gleichzeitig noch viel, viel, viel ökologischer ist. Und dass man das auch wieder seltener und eben bewusster macht. Und das ist jetzt wirklich was, wo ich glaube, dass einfach so eine Reise wichtig ist, damit wir einfach die Welt sehen, damit wir andere Kulturen hautnah mitbekommen, weil wir uns sonst einfach verkapseln. Weil wir sind zum Beispiel, wenn man in China ist, in Kasachstan, das bekommt man ja, ist wirklich schwer, das davon ein Bild zu bekommen, wenn man nicht dort ist und da sich eine Meinung zum Beispiel zu China zu bilden, wenn man nie dort war, ist einfach wirklich eigentlich nicht gerecht, weil man ja nie, wenn man das nie gefühlt hat und nie erfahren hat. Und deswegen glaube ich, ist es schon wichtig zu reisen. Und man sollte halt wohin reisen, wo man ökologisch hinkommt. Und da gibt es schon viele Destinationen, wo man hinreisen kann. Aber halt nach Südamerika wird man halt leider eben nicht kommen, wenn man das zu einem normalen Preis buchen will und nicht sich irgendeine Luxus-Segelkreuzfahrt organisiert oder so. Ich finde es ganz schön, dass du so eine Lanze brichst fürs Reisen, für die interkulturelle Begegnung angesichts eines Online-Kongresses, wo wir alle merken, dass es auch irgendwie, dass es schön ist, dass wir uns unterhalten können, aber trotzdem irgendwie auch was fehlt, nämlich die persönliche Begegnung auch. Ich würde ganz gerne euch allen noch eine allerletzte Frage stellen. Ich bin nicht ganz überrascht, dass unsere Visionen, unsere Utopien nicht ganz gleich aussehen und dass wir uns nicht in allem einig sind. Trotzdem würde ich euch gerne fragen, jetzt ausgehend vom Jahr 2020, wer oder was sind denn die Akteure des Wandels? Wer wird stark genug sein? Wer wird dafür sorgen, dass wir uns in Zukunft hoffentlich besser, ökologischer und gerechter bewegen. Wo setzt ihr eure Energien rein? Wo ist der politische Hebel? Elisa, fang bitte an.
Lisa, warte noch auf die Übersetzung. Bueno, yo quisiera apuntarle a los ciudadanos. O sea, quisiera realmente que el ciudadano se empodere, sea un actor de cambio, tanto para exigir desde las autoridades como cambiando sus casas. No necesariamente la ciudadanía organizada, no necesariamente la sociedad civil, pero sí el ciudadano común que desde las decisiones del día a día pueda para un cambio. Se dice que una persona no cambia nada, pero yo creo firmemente que si vamos sumando las acciones de cada uno, podemos hacer algo. También quiero pensar que puede haber un sector privado corresponsable, un sector privado con un mayor nivel de conciencia de cómo puede que cambie, para también motivar el cambio en el comportamiento en el usuario. Me gustaría también contar con una clase política mucho más preparada, mucho más innovadora, mucho menos corrupta y mucho menos política para que realmente esté comprometido con un cambio. Y finalmente, también me gustaría que los niños, que los jóvenes, que los adultos mayores sean tomados en cuenta, sean partícipes del cambio, puedan incidir en las decisiones. Esa sería mi contribución. Vielen Dank, Christiane. Darf ich die Frage an dich weitergeben? Ja, natürlich, gerne. Es ist ja im Moment echt unser, als IG Metall ist es ja mit unser wirklich tägliches Geschäft, uns genau mit diesen Fragen des ökologischen und sozialen Wandels auseinanderzusetzen und den zu gestalten. Und da haben wir ja wirklich auch, glaube ich, eine gute Bündnisstruktur, in der wir arbeiten in Deutschland, sodass wir versuchen, stark die ökologischen Aspekte, stärker die ökologischen Aspekte zu verstehen und umgekehrt die Ideen wie so eine Transformation, wie so eine Veränderung, die jetzt, ob das Stadtplanung ist, ob das alternatives Reisen anbelangt, bessere Bahn, diese Themen aufzugreifen und auch deutlich zu machen, glaube ich, und immer wieder zu zeigen, dass wir einfach einen Blick darauf haben wollen, dass diese Veränderungen auch unter sozialen Gesichtspunkten stattfinden, weil unsere Beschäftigten in der Automobilindustrie, ich sage mal, auch ihren Stolz haben, ihr Anrecht haben, glaube ich, eine gute, bezahlte Arbeit zu haben und mitgenommen zu werden in diesen ganzen Veränderungen hin in eine emissionsfreie Gesellschaft. Also ich sehe uns ganz stark da im Moment in der Verantwortung als IG Metall und wir führen auch diese Debatten, was für diese ökologischen Veränderungen erforderlich ist, auch ganz, ganz stark in unseren Reihen. Also das dominiert bei uns wirklich ganz stark die Debatten und auch unsere Tarifpolitik bis dahin, dass wir beispielsweise einen Ökobonus fordern für unsere Mitglieder, ja, wo sie eben sagen, das investiere ich in ein Lastenfahrrad oder in ein ÖPNV-Ticket. Also solche Dinge und solche Debatten führen wir und das ist bei uns wirklich ein Prozess bis dahin mit dem Vorschlag der Vier-Tage-Woche, den wir gemacht haben, damit Arbeit auf mehr Schultern verteilt werden kann und mehr Leute in Arbeit bleiben können. Und ich finde, wir haben da eine Riesenverantwortung zusammen und der versuchen wir in der IG Metall auch nachzukommen und es wirklich zu gestalten und damit unseren Mitgliedern zu diskutieren. Das ist total wichtig, um auch rechten Verschwörungstheoretikern mit dem Motto rettet den Dieselmotor da nicht irgendwie den Boden, also um denen da das Wasser abzugreifen. Wir sind da in einer wichtigen Auseinandersetzung, wo es auch um den demokratischen Zusammenhalt in unseren Ländern geht. Also so eine Polarisierung wie in den USA, können, also sowas darf es ja nicht geben. Also und da müssen wir, glaube ich, mit gutem Beispiel vorangehen. Vielen Dank, Herr Christiane. Das finde ich schön, wenn ihr mit an Bord seid. Elias? Ja, hallo. Also ich finde es sehr wichtig mal, dass man auf jeden Fall wählen geht, weil das eine Richtungsentscheidung ist und mehr nicht. Ich finde, dass man sich einfach wirklich, wirklich schlau machen muss, was bei einem in der Gegend passiert
und auch woanders hinreist, falls es mal irgendwo Aktionen, whatever gibt. Aber dass man wirklich schaut, zum Beispiel bei mir ums Eck wird jetzt ein Parkplatz, da gibt es sehr viele Begehren zu einer Begegnungszone und einem Park umgewandelt, dass man solche Vorhaben, die lokal passieren, wirklich unterstützt, weil es geht nichts ohne den Druck von der Zivilgesellschaft und das sind wir halt alle und deshalb finde ich nicht, dass es da, also man kann Entscheidungsträger vollkommen verantwortlich machen, nur man muss den Druck immer aufrechterhalten, dass es zu einer Veränderung kommt und deswegen finde ich das so cool, dass wir heute hier dieses Plenum hatten und dass es diese Konferenz gibt, weil man einfach merkt, dass es Leute gibt, die sich vernetzen wollen und die etwas weiterbringen wollen. Und ich finde es eben sehr wichtig, dass man einfach aktiv ist in der eigenen Stadt, in der eigenen Region und auch darüber hinaus. Und ich finde, dass noch kurz zu den Autos, dass es schon eine Verantwortung gibt seitens der Autoindustrie, aber ich finde, die liegt vor allem gegenüber den eigenen Mitarbeitern, dass eine Transformation, die nötig ist, nicht endlos hinausgezögert wird, weil es werden Autos immer wichtig bleiben, gerade für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, ältere Menschen, Rettungswegen, Feuerwehrautos, whatever. Also es sind Autos einfach wichtig, nur sie sind in diesem Maßstab, wie sie jetzt verkauft werden, einfach unangebracht, einfach viel zu viel. Und da ist es einfach wichtig, meiner Meinung nach, dass diese Transformation nicht verschlafen wird, weil das dann nämlich wirklich den Beschäftigten, die voller Stolz sagen können, dass sie wirklich was Cooles machen, weil sie ja die Mobilität von heute ermöglichen, dass dann nichts verschlafen wird, fände ich einfach sehr wichtig. Ich finde einfach Civil Society Participation ist key und da sollten wir uns alle vernetzen. Und dafür ist diese Konferenz super. Ja, vielen Dank. Also gibt es mir tatsächlich auch das Stichwort für das Schlusswort. Ich glaube, es gibt fast kein Thema wie das der Mobilität, wo globale Probleme so gut auch lokal bearbeitet werden können. Und ich bin immer wieder beeindruckt, was vor Ort in einzelnen Städten, Dörfern, Kommunen bewegt wird und bewegt werden kann. Und ich glaube, jeder und jede findet bei sich auch Ansatzpunkte, um dort ein gerechteres System zu etablieren und da auch Vorreiter zu werden. Der Druck von unten wird also von uns allen nötig sein. Marc hat auch noch ein paar Links zusammengestellt. Unter anderem wird dort zum Beispiel die aktuelle Waldbesetzung beim Dannenröder Wald dort erwähnt. Also es gibt ein paar Sachen, wo man sich jetzt auf jeden Fall vernetzen kann. Wie ich höre, diskutiert auch im Livestream, wird auch im Livestream viel diskutiert. Bitte postet dort auch gerne noch Links zu spannenden Organisationen oder Terminen rund um das Thema Mobilität. Das wäre sehr, sehr schön. Und da wir jetzt auch schon einiges über die Zeit sind, muss ich jetzt an der Stelle auch beenden. Ich glaube, es war eine große Herausforderung für uns alle, aber auch auf jeden Fall sehr wertvoll, uns gesprochen zu haben. Ich möchte mich als allererstes bei den Panelisten und Panelistinnen bedanken, bei Elisa und bei Elias und bei Christian. Schön, dass ihr dabei seid, trotz aller schwieriger technischer Herausforderungen. Vielen, vielen Dank für eure Inputs, das war wunderbar. Ich möchte mich außerdem bei dem ganzen technischen Support im Hintergrund und bedanken, die das Ganze überhaupt möglich gemacht haben. Da sind einige Leute beschäftigt, wie ihr euch vorstellen könnt, und natürlich bei den Dolmetschern und Dolmetscherinnen, die hier wertvolle Arbeit geleistet haben. Sehr, sehr schön. Und natürlich auch bei der AG, die den ganzen Mobilitätsstrang hier organisiert haben. Nicht nur dieses Panel, sondern viele, viele andere Veranstaltungen. Falls ihr da noch nicht dabei seid, dann guckt euch da gerne mal an, was es da so gibt. Also gibt es tolle Workshops. Ich glaube, hier und da gibt es auch noch einiges an freien Plätzen. Und natürlich gibt es auch noch viele andere Themen. Wie ihr seht, das Thema Mobilität steht nicht für sich, sondern es steht im Zusammenhang mit Fragen von Sorgearbeit, mit der Frage, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, was und wie wollen wir konsumieren. All diese Fragen werden auf diesem Kongress noch diskutiert werden. Genau, da gibt es noch einen Link von Elias, den werden wir da auch noch einstellen. Genau, ich möchte mich auch noch bei der Person bedanken, die sich gerade um meine kleine Tochter kümmert, damit sonst wäre ich jetzt nämlich gar nicht hier sein können. Und für alle Menschen, die Geduld hatten, hier trotz der schwierigen technischen Situation dabei zu sein. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend und bei Fragen kommt gerne auf uns und das Kongress-Orga-Team zurück. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Danke, Christiane, ciao.
Ciao. Danke, tschüss. Bye-bye. Ciao, Lisa. Ciao, Lisa.